Hallo liebe Freunde meines Kanals Cosmographia. Wenn man von dieser Burgruine ins Tal schaut, sieht man Bovigne-sur-Meuse bei Dinan. An der Maas. Mittendrin erhebt sich ein erhabenes Haus aus dem Mittelalter und darin befindet sich das Maison du Patrimoine Medieval Mousin. Nicht nur seine Bausubstanz ist großartig, sondern auch die Ausstellung darin. Gleich am Anfang wird die geografische Lage und die Maas erklärt. Ein großes Landschaftsrelief des Flusses ist im Boden eingelassen. An der Wand steht ein weiteres weißes Relief, das wohl per Beamer bespielt werden kann. Die große Karte zeigt den gesamten 874 km langen Flusslauf. Hier wohne ich, hier ist die Quelle der Maas und genau da oben befindet sich das Museum. Es ist bereits das 6. Museum an der Maas, das in diesem YouTube-Kanal präsentiert wird. Gut zu sehen sind braun die Ardennen. In der roten Vitrine werden repräsentative Objekte aus dem Mittelalter gezeigt. Der nächste Raum beherbergt die Sonderausstellung. Bei meinem Besuch thematisierte das Museum die bildliche Darstellung der hiesigen Landschaft auf Gemälden und Fotografien. Oder durch Lithografien und Kupferstiche in Büchern. Die Dauerausstellung liegt im oberen Stockwerk. Hier geht es um das Mittelalter und sein Erbe. Die Waffentechnik ist dabei das eine. Die Befestigung das andere. Eine Befestigung wird in einem sehr liebevoll hergestellten Modell gezeigt. Andere Befestigungen sind in Vitrinen verbaut und didaktisch erklärt. Aber auch der Kultur wird Raum geboten. Mode und Minnegesang zum Beispiel. Ein Schwerpunkt ist die Schreibkunst, auf die ein Augenmerk gesetzt wird. Und auf moderne Art kann man versuchen, die alte Schrift zu entziffern. Die Originale fehlen nicht. Vom Geschirr bis hin zu Raritäten, wie dieser Elfenbeinkerzenhalter, sind zu begutachten. Seine Entstehungsgeschichte möchte ich visualisieren können. Der nächste Raum geht auf die zwischenmenschliche Ebene im Mittelalter ein. Eine Umsetzung mit vielen Informationstafeln. Danach folgt ein Ausstellungsraum, welcher sich dem religiösen Leben widmet. Auch hier sind wenige Fundgegenstände ausgestellt. Nun ab in den Keller. Hier wird die handwerkliche Arbeitswelt gezeigt. Explizit die Töpferei und die Erzverhüttung. Beim Töpfer hat sich wohl nicht viel verändert. Eine kleine mittelalterliche Töpferei am Bach wird sehr liebevoll in einem Modell vorgestellt. Die Fantasie springt bei mir gleich an. Die Erzverhüttung, wie gesagt, ist ein anderer Schwerpunkt. Die kleinen Schmelzkacheln im Modell werden hier als Fundobjekte gezeigt und die Arbeitsprozesse an Infotafeln und anhand von Versuchsobjekten der experimentellen Archäologie gezeigt. Noch weiter unten im Keller wird eine Ausgrabung thematisiert.
Der große Kellerraum dient auch als Arbeitsraum für Schulklassen. Schriftzeichen werden gerade geübt. Dino und seine Umgebung ist wunderschön und sein Museum ein lohnenswertes Ziel. Tschüss!